Kommt jetzt die große Jahresendrally, meine Damen und Herren. Wir sehen die US-Indizes 1,5% im Plus circa. Und wenn Sie sich fragen, naja, warum geht es heute nach oben und sich irgendwelche Agenturberichte durchlesen, auf Börsenportalen gucken, ja, warum sind denn die Märkte heute gestiegen, dann werden Sie sehr wahrscheinlich die falsche Antwort finden. Ich versuche heute in diesem Video mal die richtige zu geben und beginne gleich mal mit dieser Agenturmeldung hier rechts unten. Der DAX meldete zur Wochenmitte Zugewinne von 1,5%, die Wall Street feiert die Nike-Zahlen und steigt ebenfalls deutlich. Wenn wir uns eben diese Nike-Zahlen mal anschauen, dann sehen wir, naja, Umsatz um und bei da, wo er im letzten Jahr war, Gewinn pro Aktien ticken höher, minimal höher. Warum? Weil eben Nike inzwischen Buybacks gemacht hat. Das heißt, der Gewinn muss durch weniger Aktien geteilt werden, was dann das Ganze ein bisschen aufhübscht. Insgesamt ist das, was Carl Cantinal hier von CNBC sagte, aber wahrscheinlich viel relevanter, nämlich FedEx, ein Unternehmen, das weltweit überall seine Finger drin hat im Bereich Logistik, das dadurch den Puls oder den Finger am Puls der Weltwirtschaft hat. Und hier spricht man eben von Kostensenkung, von anhaltend schwacher Nachfrage. Das dürfte für die Märkte übergeordnet dann das entscheidende Motiv sein. Aber heute wollte man ein bisschen Party machen. Warum, will ich Ihnen zeigen, und beginne mal mit dem Dow Jones, der neben dem NYSE, dazu gleich mehr, der einzige Index, der seinen Abwärtstrendkanal seit Jahresbeginn gebrochen hat. Da sind wir ja deutlich nach oben ausgebrochen. Und jetzt sind wir von oben kommend wieder genau an diese Abwärtstrendlinie rangekommen, haben gleichzeitig den 50er MA nochmal getestet und prallen davon ab. Ein charttechnisch extrem typisches Muster. Ähnlich der NYSE, also das sind alle Aktien, die an der New York Stock Exchange praktisch gelistet sind, auch den Abwärtstrend gebrochen, auch wieder genau an diesen Abwärtstrendkanal von oben rangekommen, dann davon abgeprallt, gleichzeitig den 50er, 100er und 150er MA getestet. Also das sind Dinge, die geradezu idealtypisch passieren, und glauben Sie nicht, dass das keine Relevanz hätte. Es hat Relevanz, weil sich solche Muster immer wieder finden in der Börsengeschichte. Das hatte ich heute Morgen schon gezeigt. Der Nasdaq hat diesen Kanal jetzt erstmal verteidigt, so eine kleine Umkehrkerze gemacht, dadurch einen Anstieg praktisch ein bisschen angekündigt. Da können wir jetzt noch mal bis zu dieser Abwärtstrendlinie versuchen voranzukommen, aber dann dürfte wieder Schluss sein. S&P 500, Nasdaq ganz klar noch in einem intakten Abwärtstrend. Gleichzeitig hat der S&P 500, den Sie hier sehen, seine 50-Tages-Linie nochmal jetzt getestet oder ist dabei, sie zu testen. Ein hervorragender Analyst von Daily FX sagt, okay, da ist zwar eine Erholung jetzt nach diesem Abverkauf seit letzter Woche der Fall. Gut 8% waren wir zwischenzeitlich gefallen von den Hochs, den wir nach den Inflationszahlen letzten Dienstag gesehen hatten, aber da ist wenig Conviction, da ist wenig Überzeugung, da ist wenig wirkliches Volumen der Fall. Wir sehen, der VIX kommt ziemlich stark nach unten, wird bald eine Unterstützung wieder testen, dann wird es für die Bullen wieder anstrengend. Da gucken wir mal auf die sogenannte Heatmap, also wie sich die einzelnen Aktien hier verhalten. Dann sehen wir die Dickfische wie eine Apple, über 2% im Plus, phasenweise weit über 3% im Plus. Alleine das bringt natürlich dann schon richtige Punkte. Eine Amazon, die zuletzt verprügelt wurde, und die Jim Cramer, der jetzt die Zahlen von Nike ganz toll findet, was schon mal ein Warnsignal ist. Da hatte Jim Cramer gesagt, also Amazon, oh, das wird ja überhaupt nichts mehr. Da war mir schon klar, ups, jetzt muss man da vielleicht ganz vorsichtig werden und die Amazon mal auf die Long-Seite wieder nehmen. Also das sind die Werte, die hier diese ganze Geschichte nach oben treiben. Dennoch, Schlusskurs gestern, sind wir beim S&P 500 seit Jahresbeginn 19,8% im Minus. Das ist das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise immerhin. Und das viertschlechteste Jahr, seit es diesen S&P 500 gibt, nämlich in der jetzigen Form seit 1957. Die Investoren wollten immer den Fed Pivot. Und er kam nicht, Sie zauberten eine Bärenmarkt-Rallye, dann wieder die Fed-Booms draufgehauen. Dann die nächste Bärenmarkt-Rallye, wieder die Fed draufgehauen. Wenn wir uns jetzt mal die Börsengeschichte anschauen, meine Damen und Herren, und Sie wissen, Börsengeschichte ist ganz, ganz wichtig, dann sehen wir,
Wir haben jetzt einen ziemlichen Einbruch in diesem Jahr gehabt, wie auch immer jetzt das Jahresende noch sein wird. Wenn das nächste Jahr auch negativ ist, dann ist er meistens ganz schön Ungemach am Start. Wir hatten eigentlich nur vier Perioden, in denen das der Fall war. 1929 bis 32, 39 bis 41, 73, 74, damals auch Inflation, Stagflationsperiode. Normalerweise ist dann das zweite Jahr noch schlechter als das erste Jahr. Das ist sozusagen natürlich nicht garantiert. Wir sehen Leute wie Andreas Beck, der jetzt schon sehr, sehr optimistisch ist für das Jahr 2023, vielleicht ein bisschen früh gekauft hat, aber gut, das werden wir dann im Nachhinein sehen. Aber schauen wir uns im Nachhinein mal an, was für dieses Jahr prognostiziert wurde von den Großbanken. Da finden Sie keine. Morgan Stanley war die bärischste in Anführungszeichen mit 4.400 Punkten. Also weit mehr als 10% höher als der tatsächliche Kurs, den wir derzeit sehen. Jetzt sind die neuen Prognosen draußen für das Jahr 2023 und es schwankt zwischen 3.400 BNP Paribas und 4.500 Deutsche Bank. Ich bin sicher oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der tatsächliche Verlauf dann wieder anders sein wird. Also entweder etwas passiert, womit wieder natürlich keiner rechnet. Aber insgesamt, meine Damen und Herren, beachten Sie bitte diesen linken Chart. QE started, das ist der Chart, den wir hier sehen, des S&P 500. QE endet also, das Quantitative Easing der Fed, die Liquiditätszufuhr der Fed, die begann, also begann die Rallye, dann endete die Liquiditätszufuhr, die Märkte wollten es lange noch ein bisschen nicht glauben, aber dennoch, seitdem ist die Rallye vorbei, seitdem haben wir einen massiven Abschwung am Hausmarkt, wir haben die Dickfische im Tech-Bereich praktisch ziemlich stark fallend, wir haben die Aussicht auf eine Rezession, wir haben einen Rate-Schock, also einen Zinsschock und wir sehen dieser Bear Market unten. Der hat sich schon gewaschen. Was ist da jetzt los im Verhältnis zwischen den Märkten und der Fed? Die Märkte wollen das ja irgendwie nicht wahrhaben. Die sagen, die Fed, die wird jetzt bald die Zinsen senken, die wird aufhören, sie anzuheben. Das haben sie zumindest lange gesagt. Und Steve Leisman von CNBC, ein sehr guter Fed-Kenner, sagt, ja, da gibt es also offenkundig eine ziemlich große Differenz zwischen den Märkten und eben der Fed. Wir sehen ja, dass die Inflation zurückgeht seit Juni von 9,1 auf 7,1, Tendenz weiter nach unten gehen. Und ich hatte heute Morgen ein Video dazu gemacht, wo ich versucht habe zu zeigen, dass Paul wissentlich die Unwahrheit gesagt hat. Denn er will keine saftige Rallye, damit die Nachfrage nicht weiter anzieht, wenn sich die Financial Conditions lockern. Also hat er sozusagen ein paar Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Auf diesem Kaninchen steht Inflation und das hat die Märkte erschreckt. Und er wird weiter versuchen, die Märkte zu erschrecken, damit diese Rallye nicht so wirklich stattfindet. Und Paul begründet auch, und die Fed begründen auch, ihre rigide Zinspolitik mit Anstiegen von über 5% beim Leitzins. Mit dem Ausblick auf 2023, da ist man relativ optimistisch bei der US-Notenbank, aber die US-Notenbank selbst hat einen Indikator, nämlich den New York Fed-Indikator, der hier zeigt, der die Rezessionswahrscheinlichkeit bemisst und die ist jetzt etwas höher als kurz vor der Corona-Krise. Da sieht man also, dass die Wahrscheinlichkeit neben den absolut invertierten Zinskurven sehr, sehr hoch ist, dass da eine Rezession kommt, dass also die Fed uns nicht die Wahrheit erzählt. Und hier sieht man, wie die Fed bei einer Wahrsagerin ist und die sagt, ich sehe, wie du massiv falsche Vorhersagen triffst. Ja, die Fed hat die Inflation falsch eingeschätzt, jetzt schätzt sie die Inflation wieder falsch ein oder will die Inflation falsch einschätzen, damit eben die Financial Conditions sich straffen. Wie es wirklich aussieht, on the ground, sehen wir am Immobilienmarkt in den USA. Die Verkäufe bestehender Häuser absolut im Sinkflug. Wir hatten gestern schon Baugenehmigungen auf dem schlechtesten Stand seit April 2020, also Tiefpunkt Corona-Crash. Wenn wir uns mal hier die Verkäufe anschauen im Vergleich zum Vorjahr, dann sehen wir in allen Preiskategorien massive Rückgänge, teilweise bis zu über 40%, gerade bei den Häusern, die über eine Million Dollar kosten. Und ein Opfer dieses monetären Klimawandels durch die Fed, eingeleitet vor allem federführend durch die Fed, ist natürlich Tesla. Hier fragt sich Mike Santoli auch von CNBC, was ist eigentlich mit der Tesla los? Denn heute vor genau 2 Jahren ist Tesla in den S&P 500 aufgenommen worden. Heute vor 2 Jahren, meine Damen und Herren. Und wir sehen jetzt, der S&P 500 hat sich besser entwickelt seitdem als Tesla. Und das bei diesem massiven Höhenflug. Heute sehen wir,
eben die US-Indizes Pi mal Daumen 1,5% im Plus. Zwischenzeitlich die Aktie von Tesla wieder im Minus, vielleicht ist sie jetzt wieder leicht im Plus, aber sie underperformt auch heute letztendlich den Markt. Jetzt hat Tesla einen Hiring Freeze angekündigt, also man wird einen Einstellungsstopp machen, man wird sogar Anfang nächsten Jahres Leute entlassen. Das spricht für die unglaubliche Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen, könnte man sagen. Ist das der Anfang von Elon Musks Ende, habe ich heute in einem Artikel gefragt. Entscheidend allerdings ist, dass Musk eben, wenn er von der Insolvenz der möglichen von Twitter spricht, natürlich verschweigt, dass er letztendlich Twitter massive Schulden aufgebürdet hat. Twitter muss allein in einem Jahr über eine Milliarde Dollar an Zinsen zahlen. Nur Zinsen, das muss man sich mal vorstellen. Wie das mit diesem Geschäftsmodell reinkommen soll, erschließt sich mir nicht wirklich. Was sich mir aber erschließt, und da gab es heute natürlich wieder Kommentare der Religionsgemeinschaft Tesla, ist, dass diese Aktie abstürzen wird auf zwischen 10 und 30 Dollar. Wir könnten vielleicht jetzt noch mal eine Erholung sehen. Hier sehen wir mal die Tesla-Aktie in diesem Chart von Capital.com, dass wir von unten kommend an diesen gebrochenen Abwärtstrend, also selbst der Abwärtstrend ist nach unten gebrochen, dass wir da noch mal ranlaufen. Das wäre so 150, ein paar zerquetschte Dollars für die Tesla-Aktie. Aber das ist ein Unfall in Zeitlupe, den wir derzeit erleben. Das hängt natürlich mit der Geldpolitik zusammen. Und mit der Geldpolitik, der Wandlung, der Änderung dieser Geldpolitik, sehen wir, dass jetzt auch die Zeiten der negativen Verzinsung bei Anleihen praktisch beendet sind. Wir haben noch vor kurzem, es ist noch gar nicht so lange her, hatten wir teilweise 17 Billionen an Anleihen oder im Gegenwert von 17 Billionen Dollar, fast 20 Billionen Dollar, die negativ rentierten. Jetzt ist es praktisch kaum noch etwas, knapp über Null, nachdem Japan jetzt auch die zweijährige Anleihe ins Positive gedreht ist. Und wenn wir schon mal in Asien sind, bei Japan, dann gehen wir gleich zu China. Hier wieder eine fast apokalyptische Situation. Da ist jetzt Zhu Lanlan gestorben, die bekannteste Opernsängerin, Peking-Opernsängerin in China. Das ist etwa so, wie wenn hier ein Supersportstar versterben würde. Das ist eine richtige Geschichte. Die WHO oder der Chef der WHO sagte, er sei sehr besorgt über die Lage. Gut, in Guangzhou werden jetzt die Leichen vor dem Krematorium verbrannt, wie Insider aus China berichten. In Peking ist es zum Glück so kalt, dass man die Leichen einfach im Hof stapeln kann. Und in Xi'an sind die Kinderkrankenhäuser überfüllt. Da wird auch bald das Sterben losgehen. Jeden Tag neue Meldungen über Prominente, die gestorben sind, so ein Insider an mich berichtend aus China. Also das ist schon eine ziemlich miserable Situation, eine wirklich katastrophale Situation. Und wenn wir jetzt bei der Geopolitik bleiben, die Washington Post, die ja jetzt nicht gerade für rechte Verschwörungstheorien bekannt ist, die sagt, unter Berufung auf einen europäischen Offiziellen, der allerdings namentlich nicht gewandt wird, es gebe bislang keinerlei Hinweise, dass Russland hinter der Sprengung der Nord Stream Pipelines stehen würde. Und ich habe mir schon immer gedacht, naja, wenn es irgendeinen Hinweis darauf gäbe, dann hätten wir ihn wahrscheinlich erfahren, würde ich mir denken. Denn das wäre natürlich wunderbar, wenn man sagen könnte, seht ihr, die Russen war es, wir haben die Belege dafür. Das wäre ja in jeder Hinsicht hilfreich für die Ukraine und die westlichen Unterstützer, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Kommen wir jetzt nochmal nach Deutschland. Hier bin ich heute Morgen gestolpert über die Meldung, dass die Stadt, in der ich lebe, nämlich Hamburg, bis 2045 klimaneutral sein soll. Jetzt müssen sich die Firmen, die Menschen, die gesamte Wirtschaft muss sich da jetzt irgendwie damit arrangieren, wie das gehen soll. Hat uns der grüne Minister Kerstan für Umwelt und Energie allerdings nicht gesagt. Und in Aussagen, die dieser grüne Minister getätigt hat, sieht man sozusagen ein ganzes Panorama an dieser Klimapanik, die erzeugt wird. Er sprach nämlich davon, ja, wenn wir das jetzt nicht tun, nämlich CO2-frei zu werden, dann könnte es sein, dass große Teile der Stadt Hamburg gar nicht mehr bewohnbar sein würden, weil die dann überflutet werden würden. Und das ist eine interessante Aussage. Schaut man sich mal an, was derzeit so die Prognosen für den Meeresspiegelanstieg sind, dann spricht man davon 2050 etwa 24 Zentimeter, 2100 dann im Jahr 2100 30 bis 60 Zentimeter etwa, da würde Hamburg noch lange nicht unter Wasser stehen. Aber man sieht, da wird so ein apokalyptisches Szenario an die Wand geworfen.
und es wird uns erzählt, wir müssen uns jetzt unbedingt sofort komplett umstellen, dass die Chinesen, die Inder etc. Das irgendwie anders sehen und ob jetzt die Stadt Hamburg ihr CO2 reduziert oder nicht, interessiert das Klima relativ wenig, ganz herzlich wenig, um es mal so zu formulieren. Dennoch, der Klimawandel ist ein Problem, das ist schon klar, aber wie kriegen wir da einen vernünftigen Zugang dazu? Und da würde ich mal das Buch von Vince Ebert empfehlen, ist ja eigentlich ein Comedian, könnte man sagen, das heißt Lichtblick statt Blackout. Das ist ein studierter Naturwissenschaftler, der versucht mit Vernunft und Pragmatismus an die Sache ranzugehen und nicht mit diesen apokalyptischen Panikszenarien, die faktisch nicht wissenschaftlich haltbar sind. Auch das darf und muss nochmal gesagt werden. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Münchner Rück. Die Munich Re hat erklärt, dass man ab 2023 keine neuen Öl- oder Gasfelder mehr oder Ölkraftwerke mehr versichern wird. Das bedeutet, dass die ohnehin schon zu geringe Investition in fossile Energieträger noch krasser wird, noch geringer wird. Das wird bedeuten, dass unsere Energieknappheit noch krasser wird, weil es ohne fossile leider nicht geht. Wir können es uns ja erträumen, aber die Realität sieht leider anders aus. Deswegen Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert, auch ein witziges Buch. Ich packe es Ihnen mal unten als Link hier rein, wenn Sie da sich interessieren dafür. Es ist wirklich gut geschrieben, es macht Spaß zu lesen, es ist also nicht dröge. Das Ganze über Amazon, wenn Sie wollen, dann zahlen Sie dasselbe Geld, wie es das Buch eben sowieso kostet, aber Finanzmarkt Welt verdient ein paar Cent daran, das sei zur Transparenz erklärt. Jetzt noch Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Kampf gegen Inflation, der nächste Irrtum der Fed, da praktisch mal ein Hinweis, warum die Fed in Sachen Inflation wahrscheinlich falsch liegt, von meinem Kollegen Wolfgang Müller. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, warum Kasachstan Öl per Pipeline wohl ein Wunschtraum bleibt, weil wir werden ja jetzt alle Ölimporte aus Russland stoppen und dann brauchen wir Alternativen. Das ist so wie mit der Energiewende, da schalten wir erstmal ab und suchen dann die Alternativen. Das könnte unschön werden. Zweite Artikelempfehlung und dann nochmal abschließend die Empfehlung des Newsletters, der richtig gut ist, der Spaß macht, der, wo Sie das Wichtigste und mehr erfahren über die Dinge, die in der Welt passieren, an den Finanzmärkten passieren. Jetzt empfehle ich mich erstmal mit diesen zwei Artikelempfehlungen, dem Buch von Vince Ebert und dem Newsletter. Ich sage Servus und Ciao, morgen das Marktgeflüster früher, weil ich abends einen Termin habe. Ciao.